Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Heimspiel des VfL Bochum 1848 gegen den VfL Osnabrück. Anstoß am Freitag um 18.30 Uhr im Vonovia-Ruhr-Stadion. Und seit dem letzten Heimspiel können wir es ja auch wieder sagen, es gibt eine Zuschauerzahl, zwar noch keine endgültige, aber zumindest die Mitteilung aus dem Ticketing, dass sämtliche Kaufkarten für das Spiel jetzt weg sind. Das heißt, so um die 4.000 Karten dürften wir zum jetzigen Zeitpunkt schon abgesetzt haben. Bei 4.395 wäre die maximale Auslastung für dieses Spiel erreicht. Genaue Zuschauerzahl gibt es dann morgen im Laufe des Spiels. Da schon der Hinweis an die Medienvertreter. Dazu noch der Hinweis organisatorischer Natur, dass der Fanshop morgen von 9 bis 11 Uhr geöffnet hat. Das heißt also, wer noch auf jeden Fall ein neues VfL-Trikot in Flutlichtblau braucht, hat in den 2 Stunden morgen früh die Gelegenheit, danach dann nicht mehr. Damit wären wir dann bei der Spieltagspressekonferenz, wie immer in den letzten Wochen gewohnt, erstmal ein bisschen was zur Statistik. Bisher gab es 6 Pflichtspiele gegen den VfL Osnabrück, die ersten noch zu Regionalliga-Zeiten in der Aufstiegsrunde zur Bundesliga, also 1971. Die bisherige Bilanz aus Bochumer Sicht, sehr erfreulich, 5 Siege, 1 Unentschieden, noch keine Niederlage. Der letzte Sieg ist noch gar nicht so lange her, 2:0 beim Restart. Durch ein Eigentor von Lukas Guganik und Manuel Winsheimer haben wir 2:0 gewonnen. Letztes Jahr das Heimspiel oder in der letzten Saison das Heimspiel ging 1:1 aus. Danny Blum und Schmidt auf Osnabrücker Seite die Torschützen. Severgongula hat dann den möglichen Sieg durch einen verschossenen Elfmeter vergeben. Und damit wären wir dann schon beim Cheftrainer Thomas Reis, der neben Sebastian Schinsilorz, unserem Geschäftsführer Sport, hier auf dem Podium sitzt und mit der Abfrage bei der Personalsituation. Saulo De Carli, Ausfall ist klar. Wie ist der Stand bei ihm in Sachen Reha? Ja, gibt nichts Neues. Wir haben ja gesagt, das wird noch eine Weile dauern. Er ist zumindest in der Zeit, wo wir auch der Meinung sind, dass das im Moment seiner Zeit ein bisschen sogar voraus ist. Also ich hoffe, dass es so weitergeht bei ihm und dass wir ihn möglichst schnell wieder bei der Mannschaft dann haben. Aber genau wie lange ist weiterhin halt schwer zu sagen. Tom Weiland ist gegen KSC ausgefallen. Wird das auch gegen Osnabrück der Fall sein? Genau, Tom Weiland wird uns auch nicht zur Verfügung stehen. Hat Probleme mit dem großen Zeh, mit der Sehne, wo so sich eine Entzündung gebildet hat. Auch da ist es immer, wie ich vorhin schon gesagt habe, auch schwierig, eine genaue Diagnose oder zumindest den Ausfallzeitraum zu bestimmen. Wir müssen schauen, dass sich das beruhigt, dass die Entzündung rausgeht und dass er dann auch hoffentlich bald wieder Mannschaftstraining teilnehmen kann. Gerrit Holtmann hat sich gelb-rot abgeholt in Karlsruhe, fehlt demzufolge. War das Essen wenigstens lecker? Das Essen hat noch nicht stattgefunden. Ich habe ja gesagt, man kann jetzt ein bisschen drüber schmunzeln, weil die Mannschaft alles dafür getan hat, um den Sieg nach Hause zu fahren. Letztendlich weiß er auch, dass die Aktion nicht unbedingt die beste war. War auch dann ein bisschen unglücklich, wenn man die zweite gelbe Karte sieht, wo er da vorher geschubst wird und das dann letztendlich mit einer gelben Karte für ihn geahndet wird zusätzlich. Letztendlich müssen wir daraus lernen oder er auch daraus lernen, dass es halt Regeln gibt und wir sind froh, dass wir es trotzdem über die Bühne gebracht haben und er wird sich dann dementsprechend auch bei der Mannschaft erkenntlich zeigen und den Kohlenhydratspeicher der Jungs dann zusätzlich nochmal auffüllen. Die Personalie Vitali Janelt werden wir gleich im Laufe der Pressekonferenz noch näher beleuchten. Da gibt es einige Fragen der Journalisten zu. Was ist mit Danilo Soares? Der musste in Karlsruhe ja verletzt runter. Ja, bei Dani ist es so, dass er auch dann das Training wieder aufnehmen konnte. Wir haben ja nach dem Spiel war der Tag ja frei, da war er auch in Behandlung. Also die Jungs, die angeschlagen waren, waren eh in Behandlung, sodass wir dann schon einen Tag darauf vollzählig trainieren konnten und Oberschenkel, oder war halt eine Prellung, die natürlich dann ein bisschen schmerzhaft ist, wenn es so eine Art Pferdekuss ist, war jetzt auch nicht unbedingt ein leichtes Foul. Aber Gott sei Dank ist da nichts Schlimmeres bei rumgekommen, sodass er dann auch wieder trainieren konnte und hat alle Einheiten inklusive heute absolviert und ist einsatzfähig für das Spiel morgen. Gibt es sonst noch irgendjemanden, den wir jetzt gerade in der ersten Aufzählung vergessen haben, der nicht zur Verfügung steht? Nein, also im Moment kann ich aus den Vollen schöpfen. Wie gesagt, die 3 Spieler, die nicht zur Verfügung stehen, haben wir ja gesagt. Und von dem her werden wir morgen früh dann nochmal einen Anschwitzen machen und dann den Kader benennen, der möglichst auch wieder erfolgreich gegen Osnabrück spielen wird. Damit wären wir bei den Fragen der Journalisten. Fangen wir an mit Thomas Reis, Markus Rensinger von der WAZ Bochum. 3 Spiele konnten Sie dieselbe Aufstellung wählen. Nun müssen Sie zumindest auf einer Position umbauen. Wer spielt für Gerrit Holtmann? Ja, auch das werden wir sehen. Ich meine, wir haben genug Kandidaten, die Position begleiten können. Wir haben mit Danny Blum, der langsam wieder an seine Fitness rangekommen ist. Wir haben mit Miloš Pantović, Daris Bonga kann auf dieser Position spielen, von dem her
Ja, können wir diesen Ausfall, glaube ich, auch gut verkraften, auch wenn es schade ist, weil Gerrit natürlich mit seinem Tempo auch gerade gegen St. Pauli bewiesen hat, dass es schwer ist, ihn zu halten, dass er uns da mit Sicherheit fehlen wird, aber andere Jungs werden jetzt in die Bresche springen und es ist auch klar, dass du nicht 34 Spiele mit derselben Mannschaft spielen wirst, da werden immer mal Dinge passieren und von dem her bin ich froh, dass wir auf dieser Position zumindest, glaube ich, sehr, sehr guten Ersatz haben. Gibt es sonst Änderungen im Vergleich zum KSC-Kader, also zum KSC-Spielkader? Ja, zum Kader wird, ich denke mal, dass Thomas Eisfeld gute Chancen hat, zurückzukehren. Hat das Training auch wieder voll absolviert, macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Und wie gesagt, alles andere ist immer schwer zu sagen, wen man mit in den Kader nimmt, weil wir haben morgen noch ein Training. Es kann über Nacht immer noch was passieren. Und deswegen gucken wir uns das Training morgen an, wer letztendlich einsatzfähig ist. Und dann werden wir die 20 Mann mitnehmen für das Spiel gegen Osnabrück. Nächste Frage von Markus Rensinghoff. 80 sehr gute Minuten gegen St. Pauli, aber nur ein Punkt. Keine so gute Leistung, aber ein Sieg in Karlsruhe. Wie bekommt Ihr Team ein gutes Spiel und ein gutes Ergebnis übereinander? Im Endeffekt, glaube ich, ist es für uns wichtig, dass wir gute Ergebnisse erstmal erzielen. Natürlich bin ich als Trainer immer oder möchte ein perfektes Spiel haben, was nicht immer gelingt. Das haben wir jetzt gesehen. Ich glaube trotzdem, dass er mit der Punkteausbeute aus diesen beiden Spielen, wenn man beide Spiele übereinander legt, zufrieden sein kann, weil ich glaube trotzdem, dass du im Normalfall gegen St. Pauli, logisch, hast du einen Sieg aus der Hand gegeben. In Karlsruhe, muss man ehrlich sagen, haben wir nicht unbedingt so gut gespielt, um vielleicht 3 Punkte absolut zu verdienen. Letztendlich haben wir da 3 Punkte geholt und mit 4 Punkten zu starten, ist schon mal in Ordnung. Wir wollen natürlich schauen, dass wir gegen Osnabrück die Dinge, die in Karlsruhe nicht so gut waren, gerade unser Positionsspiel, warum, weshalb Dinge nicht so funktioniert haben, dass das besser wird. Von der Einstellung her sollte es in jedem Spiel so sein, weil da haben die Jungs absolut toll gefightet und das sind die Grundtugenden, die einfach dazugehören und das werden wir auch definitiv morgen brauchen, weil da wird Osnabrück kommt auch mit viel Selbstvertrauen, haben ein tolles Spiel gegen Hannover gemacht, haben gegen Fürth auch anfänglich ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, dann glaube ich auch, dass der Punkt da sehr, sehr glücklich war, aber gegen Hannover war der absolut verdient und gerade im Heimspiel haben sie bewiesen, zu welcher Leistung sie in der Lage sind und ja, das wird keine einfache Aufgabe morgen. Gute Überleitung schon zur nächsten Frage von Markus Rensinghoff, denn Osnabrück ist ja ähnlich gut wie wir mit 4 Punkten gestartet, hast ja gerade schon gesagt. Was macht den Gegner denn so stark? Also du hast jetzt gerade zwar die Spielverläufe wiedergegeben, aber was ist bei Osnabrück das Element, was die so stark macht? Ja, sie haben auch letztes Jahr eine tolle Vorrunde gespielt, wo sie sehr unbekümmert gespielt haben. Osnabrück ist, sie sind sehr agil in den Zweikämpfen, haben unheimlich hohe Laufbereitschaft, also sie laufen sehr, sehr viel im Spiel. Was für ihr Spiel natürlich unheimlich immens wichtig ist. Da gilt es dann, die Räume zu finden, um auch die erste Reihe des Gegners zu überspielen. Sollte das nicht funktionieren vom Gegner, dass sie uns vorne packen können, verfallen sie dann auch, so was zumindest in den Spielen immer erkennbar, in eine Art Mittelfeldpressing, wo sie sehr kompakt sind, haben einen guten Stürmer geholt, der vor dem Tor schon sehr, sehr kaltschnäuzig ist. Und von dem her ist die Aggressivität steht da auf jeden Fall im Vordergrund, da dürfen wir uns nicht wundern, wenn es da zur Sache geht, aber wir haben es wie gesagt auch bewiesen, dass wir es können, dass wir dagegen halten können und wir wollen natürlich versuchen, auch unsere spielerischen Elemente mit in den Vordergrund zu stellen, sodass sich der Gegner dann dementsprechend auch nach uns richten muss. Den guten Stürmer vorne drin hast du schon erwähnt, Christian Santos heißt er, der ist neu beim VfL Osnabrück und trifft, 3-mal schon. Er hat mit Vasileios Lampropoulos bei La Coruña zusammengespielt. Was konnte Ihnen Lampropoulos bisher über den Angreifer schon erzählen? Also er konnte im Endeffekt das bestätigen, was man jetzt auch in den Spielen gesehen hat. Das ist ein Spieler, der unheimlich stark ist in der Ballabschirmung, der mit Sicherheit nicht der Laufstärkste ist, der aber ein typischer Stürmer ist, der in der Box sehr, sehr gefährlich ist, der einen sehr, sehr guten Abschluss hat, der ein gutes Timing beim Kopfballspiel hat. Und das wird auf jeden Fall für meine beiden Innenverteidiger ein hartes Stück Arbeit. Aber ich bin da frohen Mutes, weil ich weiß, was meine Jungs können und da muss sich erstmal der Stürmer durchsetzen. Aber es wäre fatal, wenn man jetzt nur auf diesen Stürmer achtet, weil die gesamte Mannschaft ist eine tolle Mannschaftsleistung gewesen gegen Hannover und wir sollten nicht nur ihn im Auge behalten, sondern letztendlich jeden einzelnen Spieler von Osnabrück, weil sonst erlebst du auch da ein böses Erwachen. Da kann auch sein, dass dann man sich zu viel auf diesen Spieler fokussiert und andere dann dafür Freiräume bekommen und das sollte uns nicht passieren. Das waren die Fragen von Markus Rensinghoff. Weiter geht's mit Joachim Droll von der Bild. Mit einem Heimsieg gegen Osnabrück könnte man vor der Länderspielpause von einem gelungenen Saisonstart sprechen. Und das Mitwirken in der Spitzengruppe könnte das Team positiv durch die Saison tragen. Siehst du das ähnlich?
Ja, das Spiel muss ja erstmal gespielt werden. Wir haben, glaube ich, meine, ich war letztes Jahr am Anfang noch nicht verantwortlich für diese Mannschaft. Da war der Start etwas holpriger. Jetzt ist es so, dass man zumindest mehr Punkte geholt hat. Und ich tue mir jetzt ein bisschen schwer zu sagen, nur wenn man jetzt gegen Osnabrück gewinnt, ist es ein toller Saisonstart. Man muss immer schauen, wie verläuft so ein Spiel. Und egal, wir wollen natürlich gewinnen. Ja, wir stehen auf dem Platz, um jedes Spiel gewinnen zu wollen, was leider nicht immer gelingt. Hat man im ersten Spiel gesehen. Sollten wir ganz erfolgreich sein, dann glaube ich, ist es schon ein sehr, sehr guter Saisonstart. Aber ich denke, auch mit einem anderen Ergebnis kann man zumindest davon sprechen. Das kommt immer darauf an, wie der Spielverlauf ist. Aber wir wollen natürlich antreten, um 3 Punkte zu holen. Nächste Frage von Joachim Droll. Danilo Suarez sprach zwar noch zaghaft, aber doch unverblümt vom Aufstieg als Saisonziel. Musst du die Spieler bremsen, wenn sie so etwas sagen, oder ist es dir recht, wenn sie sich hohe Ziele stecken? Letztendlich war ich nicht dabei, dass Danilo das gesagt hat. Ich habe es ja auch in den Medien dann gelesen. Jeder Spieler, ich als Trainer habe auch meine persönlichen Ambitionen, meine persönlichen Ziele, wie ich durchs Leben kommen will, wie ich auch sportlich weiterkommen möchte. Und wenn Danilo das so gesagt hat, wir haben gesagt, wir wollen auf dem Teppich bleiben. Ich glaube, ich habe auch gelesen, dass wir auch von Spiel zu Spiel schauen müssen und alles das, wir können das nächste Spiel beeinflussen. Und alles andere, was in der Zukunft ist, wird man dann sehen. Ich brauche keinen Spieler bremsen, weil letztendlich müssen die Jungs die Leistung auf dem Platz abrufen. Und dann habe ich gesagt, dann habe ich eine sehr, sehr tolle Mannschaft zur Verfügung und wir können es in jedem Spiel beweisen, dass wir möglichst lange oben mitspielen können, wollen. Und dafür gilt es aber auch, morgen ein gutes Spiel abzuliefern. Das genaue Zitat lautete, unser Ziel ist der Aufstieg, aber das geht nur Step by Step. Also er hat es dann schon so ein bisschen relativiert und dann auch noch gesagt, in der zweiten Liga kann alles passieren. Er hat ja auch einen längerfristigen Vertrag hier unterschrieben und ich weiß ja nicht, in welchem Zeitraum er das gemeint hat, letztendlich aufsteigen zu wollen. Natürlich sollen die Spieler Ziele haben. Wir müssen trotzdem schauen, alles ein bisschen auf dem Teppich bleiben. Weil es gibt Mannschaften, habe ich ja schon gesagt, die einfach ein bisschen mehr Möglichkeiten haben wie wir. Wir wollen versuchen, alle Mannschaften zu ärgern und dann wird man sehen, was bei rumkommt. Aber ich denke, ich brauche jetzt kein Ziel als Aufstieg oder den Aufstieg als Ziel vorgeben. Wir wollen bestmöglich Fußball spielen, viele Punkte sammeln, sodass wir zumindest eine ruhigere Runde spielen. Das ist erstmal das Ziel, was ich persönlich habe, ja. Das war es von Joachim Droll. Philipp Rentsch von den Ruhrnachrichten. Für Freitag wird ein Ersatz für Gerrit Holtmann gesucht. Das ist dann die Anschlussfrage, die Markus Rensinger vorhin schon gestellt hat. Was spricht für Danny Blum, was für Miloš Pantovic? Ja, wir haben ja mit diesen beiden schon irgendwo unterschiedliche Spielertypen. Danny Blum hat natürlich auch eine unheimlich gute Qualität, was sein linker Fuß anbelangt, was Torabschlüsse anbelangt, was Flanken. Wir wissen auch, dass er in der Defensive noch sehr viel Luft nach oben hat, dass das würde natürlich eher für Milo sprechen, der ein guter Spieler im Raum ist, weil wir schon damit rechnen, dass Osnabrück schon uns versuchen wird, anzulaufen, hoch anzulaufen, aggressiv anzulaufen, sodass wir da einen Spieler haben, der vielleicht sich in den Räumen besser lösen kann. Vielleicht, wenn man das Gefühl, die defensive Variante, obwohl Milo auch sehr, sehr gute Wege in die Offensive macht, sich leider noch nicht so mit Toren belohnt hat. Und von dem her zwei unterschiedliche Spielertypen, beide könnten morgen auflaufen und egal wer auflaufen wird, die werden schon das Beste für uns als Mannschaft rausholen. Vitali Janelt, und damit wären wir bei dem Punkt, den wir vorhin angesprochen haben, steht vor dem Absprung. Sie sprachen in der Vorwoche von einer Verjüngung im defensiven Mittelfeld. Vitali ist jung, hat sicher Potenzial und ist sogar U21-Nationalspieler. Warum hat er sich beim VfL trotzdem nicht so richtig durchsetzen können? Zum einen, was ich letzte Woche gesagt habe, war irgendwo ein bisschen auch spaßig gemeint, weil ich gesagt habe, wir haben natürlich mit Toto, mit Robert zwei Spieler, die schon über 30 Jahre alt sind, die ihre Sache sehr, sehr gut machen. Jetzt haben wir mit Chipsa einbekommen, mit 27, der sehr, sehr viel Erfahrung hat. Es ist schade, dass Vita sich unter meiner Regie nicht so weiterentwickeln konnte oder nicht so weiterentwickelt hat. Letztendlich liegt es aber auch daran, dass Robert und Toto einfach, auch dann Thomas Eisfeld, die Sache in der Endphase letzten Saison sehr, sehr gut gemacht haben. Ja, dass es da keinen Grund gab, letztendlich zu wechseln. Und steht genauso in Konkurrenz mit diesen Spielern. Und da ist es völlig egal, ob alt oder jung, es gibt dann nur gut oder schlecht. Für wen entscheidet man sich dann in dem Moment für das Spiel oder für die Spiele? Und von dem her hätte er genauso dieselben Chancen gehabt. Und ich hoffe einfach, dass viele Dinge jetzt geregelt werden für ihn, sodass er vom Kopf her dann dementsprechend frei ist und dann seine Leistung auch dementsprechend abrufen kann.
Damit wären wir bei Sebastian Schinsilort. Und auch da geht es mit der WAZ Bochum mit Markus Rensinghoff los. Das Transferfenster, wenn wir schon bei dem Thema jetzt gerade sind, schließt nächste Woche. Wenn Sie sich selber eine Note für Ihre bisherigen Transfers geben müssten, welche wäre das? Ja, die Transfers an sich sind natürlich ein heiß diskutiertes Thema, nicht nur beim VfL, sondern bei allen anderen Clubs auch. Jeder hat ja seine Meinung dazu, was auch völlig in Ordnung ist. Am Ende lebt der Fußball ja auch von solchen Themen, dass es Bewertungen der ganzen Dinge gibt. Die fallen zum Teil sehr, sehr unterschiedlich aus. In dem Fall würde ich mich einer Bewertung entziehen und gerne den Massen die Bewertung überlassen. Es ist, auch das fragt Markus Rensinghoff, eine besondere Situation mit wenig Pausen. Muss der Kader in dieser Saison größer sein? Ja, sicher eine spezielle Situation, eine spezielle Saison. Wir wissen, dass wir einige englische Wochen mehr haben als sonst. Wir wissen, dass es keine Winterpause geben wird. Wir haben das Corona-Thema, bedeutet gleichzeitig, dass bei einem auftretenden Fall möglicherweise auch gleich 3, 4 Spieler in Quarantäne müssen. Die Dynamik und die Belastung des Spiels ist extrem, das heißt Verletzungen kann man nie komplett ausschließen, sodass es durchaus sein kann, dass die Kadergröße bei einem nicht so guten Verlauf auch eine entscheidende Rolle spielen kann. Am Ende muss man sagen, es ist der Durchschnittskader, die Durchschnittskadergröße in der zweiten Liga liegt bei 27,5. Bis auf den VfL Bochum, Heidenheim und Darmstadt haben alle Vereine dazu noch eine U23, bedeutet 20 weitere Spieler, die im schlechten Fall noch eingesetzt werden können. Die haben wir nicht, sodass ich einfach glaube, dass 29 Spieler ohne U23 für uns eine vernünftige Größe darstellt, die uns auch die Möglichkeit lässt, bei Problemen auch zu reagieren. Markus Rensinghoff hat auch noch eine dritte Frage gestellt, die stellen wir allerdings jetzt organisatorisch erstmal ans Ende, gehen dann über zu Joachim Droll. Das Transferfenster schließt am Montag, auch der beginnt so. Auch ohne Glaskugel, für wie wahrscheinlich hältst du noch Veränderungen im Kader und falls ja, wen könnte es auf der Abgängeseite noch betreffen? Ja, solange das Fenster geöffnet ist, kann es logischerweise Veränderungen geben. Allerdings glaube ich, dass es bei uns, wenn es Veränderungen gibt, eher nur kleine Veränderungen gibt. Also ich glaube nicht, dass wir den Kader großartig nochmal umwälzen, sondern wenn, dann wird es punktuell Veränderungen geben. Ja, am Ende kann ich es wirklich nicht im Detail sagen. Ich kann die zitierte Glaskugel, die habe ich nicht, kann durchaus was passieren, was passieren wird und wann wird man dann am Ende auch sehen. Daran anschließend von Philipp Rentsch, was ist wahrscheinlicher, dass der VfL bis Montag noch einen Spieler verpflichten wird oder dass es keinen weiteren Neuzugang geben wird? Also ich glaube, wahrscheinlicher ist, dass uns noch jemand verlässt. Ich möchte aber auch nicht ausschließen, dass wir noch jemanden dazu holen. Wir haben logischerweise ein Budget vorgegeben bekommen. Wir sind komplett innerhalb dieses Budgets, hätten da auch noch Möglichkeiten, halten da Augen und Ohren offen und werden sehen, wenn wir sportlich und wirtschaftlich noch was finden, was uns weiterhilft hilft in der Gesamtbetrachtung, dann kann auch da sicher noch was passieren. Dann in puncto Verlassen, wie ist der aktuelle Stand bei Vitali Janelt, um die Personalie dann mal abzuschließen, wird er gehen? Ja, richtig ist, dass wir mit einem Club in Gesprächen sind. Ich erwarte auch wirklich, dass wir da zeitnah eine Entscheidung haben, ja, ob in die eine oder andere Richtung, aber das, glaube ich, wird nicht mehr lange dauern, bis es da eine Entscheidung gibt. Deuten sich darüber hinaus noch weitere Abgänge an? Möchte Philipp Rentsch wissen? Aktuell ist nichts Akutes auf dem Tisch, also keine Situation, wo wir jetzt kurzfristig entscheiden müssen, in welche Richtung es geht. Auch da muss ich mich wiederholen, solange das Fenster geöffnet ist, kann natürlich logischerweise immer was passieren. Auf der Zugangsseite ein aktuelles Gerücht, das möchte dann der Philipp Rentsch wahrscheinlich in Eigenschaft als SED-Redakteur wissen. Der Express brachte Milos Jolic, den ehemaligen Kölner, bei uns ins Gespräch. Ist da was dran? Nein, es ist nichts dran. Ich habe es logischerweise auch gelesen. Ein Spieler ist natürlich bekannt aus seiner Zeit in Deutschland. Aber der VfL Bochum ist da nicht in Kontakt, weder mit dem Spieler noch mit der Berateragentur. Wird Sylvain Gonvola definitiv über den 5. Oktober hinaus für den VfL Bochum spielen? Davon gehe ich aus. Thomas Reis, und das ist dann die abschließende Frage von Philipp Rentsch, sprach in der letzten Woche davon, dass ein größerer Kader auch Vorteile bietet. Das bedeutet aber auch, dass gerade jüngere Spieler, auch aus der eigenen Jugend, wenig bis gar keine Wettkampfpraxis sammeln können. Ist die nicht essentiell für die Weiterentwicklung von Talenten? Ja, die spezielle Situation bezüglich der Kadergröße und was sich daraus ergibt und was daraus resultiert, hatten wir ja in einigen Fragen davor schon mal beantwortet. Vielleicht nochmal grundsätzlich.
was zu dem Thema, wer spielt, wer ist im Kader und so weiter. Also Fakt ist, dass wir uns im Fußball natürlich im Leistungssport befinden. Darüber hinaus ist natürlich der Fußball in der Öffentlichkeit sehr beäugt und der Fokus liegt extrem drauf. Sehr große Medienpräsenz bei den Spielen, bei den Trainingseinheiten und so weiter. Sodass natürlich jeder, der sich im Profifußball bewegt, extremen Druck ausgesetzt ist. Denn wir müssen alle Leistungen bringen und wir müssen alle Ergebnisse erzielen. Wenn wir das nicht tun, dann gibt es eben den beschriebenen Druck, was auch völlig in Ordnung ist. Wir haben einen relativ großen Kader mit 29 Spielern, wo zu Beginn natürlich jeder seine Chance hat. Wir versuchen, jeden individuell zu entwickeln, egal ob er jung ist oder alt ist, versuchen da das Beste aus den Spielern rauszuholen. Und am Ende entscheidet die Leistung der Spieler, wer im Kader ist, wer spielt, wer nicht spielt und so weiter und definitiv nicht das Alter. So viel vielleicht mal zur gesamten Einschätzung des Clubs. Aber wir glauben schon, dass jetzt gerade mit Maxim Leitsch und mit Amel Belakotschap zwei sehr talentierte junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs in Karlsruhe auf dem Platz standen. Also sie zeigen, dass es ja möglich ist. Ansonsten muss sich jeder dem Konkurrenzkampf stellen. Und damit abschließend dann die Frage von Markus Rensinghoff. Bei anderen Vereinen wird erneut oder weiterhin über einen Gehaltsverzicht der Profis diskutiert. Wie sieht es beim VfL bei diesem Thema aus? Ja, der Lockdown im Februar hat natürlich alle extrem und komplett unerwartet getroffen und hat logischerweise wirtschaftlich einen Riesenschaden hinterlassen. Sodass es natürlich zur damaligen Zeit extrem wichtig war, sofort Maßnahmen einzuleiten, um die wirtschaftliche Stabilität des Clubs irgendwo auch zu sichern. Da war der Gehaltsverzicht der Spieler, der Geschäftsführung, der Geschäftsleitung natürlich auch hilfreich. Jetzt ist es natürlich so, dass wir in der Zwischenzeit auch irgendwo den Schaden beziffern können und dementsprechend auch unser Handeln danach ausrichten können. Am Ende sind wir davon überzeugt, dass es eine Lösung geben muss, die für alle gleich und einheitlich ist, damit sie getragen werden kann. Wir haben gerade gesagt, dass der Transfermarkt noch läuft, dass es zu Veränderungen kommen kann, sodass wir das Thema logischerweise auf dem Schirm haben, es aber im Detail erst angehen werden, wenn dann wirklich klar ist, mit welcher Gruppe wir in die Saison starten. Und das wird nach dem 5. Oktober der Fall sein. Vielen Dank. Das war sie, die Pressekonferenz vor dem Spiel VfL Bochum 1848 gegen den VfL Osnabrück.